Also es war ein Timer, oder? Ich habe ihn wieder nicht gesehen. Perfekt. Norbert? Ja? Du weißt, wo die Bots sind, gell? Ja. Dann nimm du als erstes und danach sag mir, wo die sind. Junge, voll weird, dass ich mich doppelt höre. Musst du den Stream halt muten? Das mache ich jetzt. Ich mute halt nur manchmal rein, wenn ich halt auf die Kommentare eingehen will, ne, und euch nicht muten. Oben ist ein Shockbot, wenn du den Gang nach hinten läufst. Eben. Echt? Meiner? Hast du schon einen? Ja. Sonst hätte ich es auch nicht gesagt, gell, du Gatzian. Ja. Alter Schalter. Was macht der Hunter? Wo ist denn der? Holt seine Bots, denke ich. Denk mir schon, warum gehen die denn gar nicht runter? Der rennt hier runter. Hat er sich Bots geholt? Ja, der hat die Buffs drauf. Okay. Ich dachte mir gerade. Jetzt die hier an der Tür. Da war ja ein Bot drin, ne? Ja. Den nimmst du, weißt du, ein Tankbot. Ich nehm mir auch den Blitzebot, ich mach richtig Damage. Ja, aber pass den kannst du erst. Richtiger Welt. Wie er hier die Bots snacken will. So, dann nach oben das Pack. Ich glaube, der Bruder kennt den Weg, oder? Ja, ich weiß schon, wo ich hinlaufe. Okay. Alles gut. Hier ist noch ein Shockbot, nimm den. Ja, den nehme ich. Geh weg. Ne, den nehme ich. Ja, Enes, du hast doch schon. Ich hab doch keinen, ich mach doch nur Jokes. Hier, will er mir meinen Bot klauen? Da kommt noch eine Putt, da müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen. Wollen wir eigentlich nicht haben. Ich hab schon so meine eigene Route, die ich laufen will. Wollen wir eigentlich mitziehen? Hella, brauchst du was hier aus dem Key? Du weißt doch, ich keine Ahnung. Ich lass mich überraschen. Ah ja, gut, den Ring kannst du dann so oder so traden. Also hier könnten wir eigentlich noch diese Charge-Dudes von hinten, na gut, einer kommt jetzt sowieso mitpullen. Das waren zu viele. Wer pullt die alle? Nee, das sind, die kommen aus dem einen Blub raus. Waren es die, okay. Ja, das sind nur diese kleinen. Das sind jetzt im Endeffekt nur zwei Mobs hier. Hab grad noch die ganzen Namensbalken gesehen. Ja, das sind aus dem kleinen. Das ist komplett fein. Muss bloß aufpassen, der eine charged immer ein bisschen rum. Das unterbreche ich, ja. Und das ist dann ein bisschen eklig. Wenn er da einen erwischt, könnte es sein, dass dann Feierabend für die Person ist. Enes? Ich denke mal, wir können jetzt die da hinten. Warum bist du gerade gestorben? Keine Heilung. Ah, das ist. Also, wir müssen halt echt gucken, dass keiner stirbt. Was sind die Bots, glaube ich, wieder weg, ne? Jo. Jetzt kommt der Charge. Okay. Ja, gut, jetzt haben wir alle. Ich habe mein Desorientieren rein, er hat den Stun draufgehauen. Wahrscheinlich kann ich es dadurch knocken auch interrupten. Hinten steht auch nochmal ein Bot rum. Ein Bot, den ähnlichsten nimmst du. Was ist das? Hier. Ach. Hast du genommen? Oder hat es ein anderer? Ich hab. Dann brauchst du noch ein Tempo und ich ein Tempo. Haben schon alle oder wie? Also, ich hab auch nur Tank und Ding. Also, klar, ich brauche noch einen Tempo-Buff. Du hast den Großen noch dazu geholt. Ja, das war geplant. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch einen Mob reinholen in das Ganze, weil ich Inka laufen habe. Aber ich weiß jetzt nicht, was wir noch sinnig da holen können. Vielleicht den Nassfassim, der kann nämlich nichts. Oh mein Gott, kann mich irgendjemand despellen?
Ich bin weg. Na, scheide. Ich dachte, ich hab noch Mantel der Schatten. Ich hatte es aber nicht mehr. Warum auch immer. Na, nein. Schade. Egal. Hier gibt's genug Bots und ich kann alle fast ausfinden. Ja, wir können danach zu diesen Tigern gehen. Da ist eh einer von den Dings. Jo, oben vom Boss kommen ja sowieso dann auch nochmal welche. Also, just... Ich hatte bis hier zu dem Zeitpunkt nie Bots. Solange ich den Tank Bot hab, passt alles. Ihr habt eh am meisten Schaden, seht ihr? Hier easy. Easy. Oh, hier ist noch ein Shockbot, wo keiner kam. Nice. Ja, da hinten habe ich extra den Mob weggezogen, dass wir in den Shockbot rankommen. Schauen wir mal. Einen anderen. Ne, da hier ist also noch ein Shockbot. Ja. Am Rand. Da brauche ich nur den Tempobot. Aber den nimmt Enes zuerst. Im Raum drin. Hast du? Ne. Doch, hast du doch gerade geholt. Ne, den hat der Hunter genommen. Ja, ich bleib immer stehen, scheiß drauf. Das macht einfach übel gegen. Viel Schaden. Davon nee, schau mal, wie ich hab Rasenregeneration angehauen und mir einfach gegengehalt. Okay. Ich hab sowas nicht. Ja, wahrscheinlich hätte ich rauslaufen sollen, ist halt. Also, ich brauche noch so einen Haste-Bot, gell? Da rechts, also von dir aus rechts, von uns aus links. Nein, jetzt macht er den Scheiß, weil der andere gestorben ist. Ihr müsst immer den. Jo, ich schaff's nicht. Ihr müsst immer den anderen als erstes killen. Jetzt hat er sich übelst voll geheilt. Ja, habt ihr den Raw oder so für sowas? Also, hast Raw du halt. Mist, weil das ist jetzt dumm, weil ich hier bin. Hier ist jetzt noch ein Shotbot, komm. Jo, bin tot. Oder ja, Teleport außen legen für den, ne? Oder Gate. Ich hab CD auf Gate. Aber ich kann, also wenn ich jetzt keinen Cooldown hab, kann ich auch nochmal rauslaufen. Nee, ich hab's nicht geschafft. Ja, war nämlich eine blutige Pfütze. Das Problem ist, die Blutlache hat ihn halt wieder vollgezogen, ne? Da müssen wir den immer als erstes killen. Weil ich kann den da nicht mehr rausziehen, wenn er seinen Cast macht. Ja, ich habe halt keinen Plan, wo die Bots sind, deswegen wird das jetzt halt ziemlich gehindert. Okay, hier dann halt hier am besten. Hier haben wir schon. Ich habe meine Cooldowns noch nicht ready, sehe ich gerade, das wäre jetzt gut gewesen. Venus, mitlaufen mit mir. Passt, jetzt kannst du stehen bleiben. Der Shami haut aber auch gut Schaden raus. Hier Single-Target. Jetzt schon. Erdelementar. Nicht. Warte mal, überhole ich gerade den komischen Hunter? Ja. Alter, was mache ich gerade für einen Schaden? Komplett Single-Target. Naja, du hast auch Bots, ne? Also, das ist so Sachen, ja, davon wahrscheinlich. Daran liegt's, ja, also. Stimmt schon. Ich muss gleich mal schauen, was die Bots an Schaden gemacht haben. Habe jetzt halt mit Inka einfach durchgerüttelt, aber ich mache, also als Bär mache ich normalerweise Single-Target nicht viel Schaden, das ist die Kacke. Nö, Schock ist bei dir auf 4, Platz 4. Ah, okay, ich bin doch krass, ich sag's doch. Einfach nur eine Maschine. Einfach 12k DP Single-Target rausgenudelt. Hauen hat halt den Damage gemacht. Ja, aber okay, klar. Platz 3. Schock ist Platz 3, ja, 14%. I need bots, bots. Ja, komm mit, komm mit. Wir machen jetzt die. Wir jetzt gehen jetzt auf den Hund und so. Wir gehen jetzt auf das Tigerfeld, ja, ja. Na genau. Ah, mich tickt das Ding langsam runter. Hier der Dieber, ich habe mich mal selber. Hier. Weil hier sind nämlich mehrere. Okay, das siehst du. Bot. Müsst ein bisschen aufpassen, Bot. Die springen einen an. Die sind ein bisschen eklig. Dass er jetzt zerstört. Elektrobot. Und da hinten ist noch ein Schmierbot. Müsst ein bisschen aufpassen, hier sind ein Haufen Unsichtbare. Ich instant wegratzen, aber. Okay, ich glaube, wir haben die ganzen Dinge. Mhm.
Es gibt drei Bots, oder? Oder wie viel gibt's? Ja. Ja. Es kommen noch genug. Schock ist am wichtigsten. Hab ich. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht unbedingt reinadden. Ja. Die einen kann ich halt nicht tanken, die schießen halt random, da müsst ihr ein bisschen aus dem Zeug raus. Ach, ich hänge hier an so einem Scheißtrick dran. Jetzt haben wir beide Gruppen. Oh mein Gott. Cooldowns Enes. Jo. Jetzt alles ziehen. Vor allem, ich muss gucken, dass ich da rauskrieg, ne? Jetzt ist da gleich die Blutlache und manche kommen nicht mit. Hauptsache die Spinne stirbt. Und die Putt darf nicht in uns rein, weil dann ist 100% Fail. Oh. Okay, ich hab Inke jetzt ready. Und sie? Ja, ist. Ich müsste jetzt halbwegs safe sein mit Inke. Ich bin auch safe, ja. Komm raus da. Befressen wie ein Mann. Eigentlich wollte ich bei dem großen Inker ziehen. Ja, lass erstmal die Spinne da oben wegmachen. Ja. Norbert, du bist nicht gestorben, gell? Nee. Oh, Junge. Bei dieser Schrottkanone, keine Ahnung, irgendwas, Death Cooldown ziehen. Die hauen so abnormal rein. Vielleicht lassen wir die doch lieber stehen. Das nächste Mal. Ich würde die auch nicht spielen. Also, wir haben ja jetzt genug Prozente, glaube ich. Danach Boss, I guess, oder? Nee, da sind Haufen Patzen, die müssen wir machen. Ja, die drei gesehen. Gruppen müssen wir auf jeden Fall. Ich dachte mir, ich mach die halt, dass ihr den Bot looten könnt. Ja. Lass mal unten rumlaufen, wir müssen am besten. Warte, bis die Patz. Ja, ich warte, bis die hier wieder hochlaufen, dann pullen wir sie hinter. Machen wir auf Nummer sicher. Nee, mach nur die drei hier. Nein! Ach, die können aufdecken. Ja, jetzt müssen wir hinterlaufen, dass die anderen nicht adden. Das Problem ist, ihr müsst auch laufen, weil... Ich sterbe halt instant, gell? Just saying. Oh, Junge. Ich glaube, ich krieg den meisten Schaden einfach nur von diesem Debuff, der mich langsam runtertickt, ne? Achtung, raus da. Na, hoffentlich steht er draußen. Nein. Ihr müsst alle weglaufen, ich kann ihn nicht ziehen, der hat random Aggro. Das ist so ein dummer Mob. Ich denke mal, die können wir jetzt noch. Ach, das ist der Big Guy. Ja, Was? Ich hol dich. Das war die AE-Fläche. Nee, Enes, lass. Das darf's doch einfach nicht was. Den Dungeon heute mach ich jetzt das sechste Mal. Ich glaube, ich kann den Dungeon auch langsam nicht mehr sehen. Auch wenn der so Spaß macht und easy ist. Ja, der hat schon richtig große Range, ne, diese E-Fläche. Mhm. Nee, ich hab's einfach verfeilt. Oh, Junge. Jo, ciao. Zwei Bots hab ich. Zum Glück Seed. Nein. Nein, der eine Heiler ist übernommen. Ja, ich wollte gerade blinden. Holy shit. Hä? Hunter, Bro! Junge, Blutbarriere. Junge, wieso? Da hinten wurde gepult, gell? Alter. Zum Glück hab ich gerade Inka wieder ready. Gut. Ich hab fast so viel Heilung wieder heil. Ich denk mir schon, ich muss die ganze Zeit reinrödeln, heiltechnisch. Oh, das Repair-Ding, das müssen wir unbedingt kicken. Ich hatte keinen Kick mehr. Ich hab's zu spät gesehen. Vorbeigekickt. Ja, ich hab halt jetzt hier voll reingeorgelt, weil ich gedacht habe, das wäre, sonst überleben wir das nicht. Ja, wir müssen, also, passt eh, den Boss machen wir noch nicht, wir müssen jetzt eben ein bisschen Trash spielen, ist alles in Ordnung, weil wir HT wieder haben wollen. Jetzt spielen wir so lange Trash, bis HT ready ist, und dann gehen wir hier zurück. Nur 3 Minuten.
Also noch nicht wild. Das Einzige, was halt ein bisschen vielleicht ärgerlich ist, dass wir ein paar Mal jetzt Tode hatten und dementsprechend Bots verloren haben, aber gut, da ist halt so. Ah, fuck, jetzt haben wir alle den gleichen gekickt. Ich hoffe, es hat noch jemand einen Kick für den anderen. Ja, Enes und der Hunter. Ah, du hast. Ja, das sollte ich mir vielleicht auch mal zulegen, dass ich sehe, wer welchen Kick hat. Wäre gar nicht schlecht. Wir spielen noch weiter Trash, Leute. Ist eine Week auch, ich schick's dir noch. Okay. Hier diese Mobs, die haben random Aggro, die kleinen, also die kann ich eh nicht tanken. Am besten, wenn er ein bisschen zusammensteht, dann können wir die cleaven. Also gut, wenn der wirbelt, dann sollte der. Jo, das halt nicht, jo. Naja, also da. Passen. Nervig ist dann immer, wenn alle von diesen kleinen Dingern wegrennen und denken, sie kriegen Aggro. Und dann kriegst du die nicht vernünftig weggeklieft. Ärgerlich. Okay, 2 Minuten. Hier wäre auch noch ein Shockbot oben, falls einer nicht hört. Shockbot. Leitfähige Shockbot, oder? Ach, egal. Shockbot ist das mit dem Blitz. Ja, hab ich. Wir denn jetzt noch? Okay, eine Gruppe, denke ich mal, können wir noch spielen und dann können wir zurück. Ich poliere jetzt mal noch ran hier. Okay, der muss zuerst sterben. Der darf diese Verhexung nicht durchkriegen. Toten. Nice. Irgendwie, was der macht, wenn er hier seine Bombe wirft, aber es scheint jetzt nicht so gefährlich zu sein. Mit 17 Sekunden, danach können wir zurücklaufen. Ah, perfekt, er springt über die Fläche drüber. So muss das sein. Ja. Das gefällt mir. Für später habe ich dort ein Portal. Okay, wir können hier also voll HT reinrödeln gleich. Hast du gesehen? Hast du gesehen, was ich mega, da ist? Ja, Enes mega Taser auf dir in die Wolke. Und von dem Reifentypen nicht sterben. Nächsten Taser du. Also nächsten Taser. Ich mach den, ja. Mach ich wieder. Achtung, Enes, Reifen zu dir. Jo, ich muss dem guten Mann schreiben, bis er Blatt lässt. Halt ich mal jetzt so ein Damage. Ja. Was ist damit jetzt? In die Wolke. Jo. Wo ist denn die? Wer es hat. Der Hit kommt? Ah, jo. Achte. Jo, ich. Unlucky. Und der macht Bolzenbecher aus dem Mili. Ah, weg. Da darf der nicht. Ne, da darf der nicht davor stehen. Du darfst aber auch nicht in die Gruppe laufen. Alles easy. Du bist schon down. Ja, seht ihr, ich habe 21k DPS gefahren, hab euch erstmal hier out DPS. Junge, du bist ein Bait. Du bist ein Bär. Ich hab da Inka reingerödelt, hab mir 2 Mobs 22% seines Damage kommt vom Bot, okay? ich krieg mit dem Ventier-Ding übelst Haste und dann kann ich da richtig reinrödeln mit. Das ist dann voll geil. Dann dottet der Bot ja auch nochmal schneller. Ja. Und ich hätte hier. Du bist ein dicker, fettig DPS, ha? Ja, das ist schon nice. Ich sollte hier auch noch Haste als Ventier buffen nehmen. Ich habe immer noch Versa, weil ich denke, ich mach's defensiv. Aber wahrscheinlich wäre. Offensiv. Ja, ich bin mir halt dann immer mit Trash-Woche, ne? Wenn ich da Versa nehmen würde, dann könnte ich noch mehr reinrödeln. Aber ich denke mal, bevor ich irgendwo rip, spiele ich's lieber safe. Also ich sag mal so, ich war halt früher so eine richtige DPS-Rampensau und habe im Raids immer voll auf Lock gespielt. Und ja, das geht halt auch manchmal schief, ne? Und das muss halt nicht sein. Ich will lieber den Key Interim haben, als dann irgendwie noch ein paar K mehr, wisst ihr, was ich meine? Ja, vielleicht schaffen wir es ja allein anhand dieser Woche. Vielleicht schaffe ich ja Keystone Master nur mit verstärkt, maybe. Na, vielleicht, ja, da brauchst du aber schon richtig hohe. Ja.
Ich war letzte Woche mit richtig hohen Keys auf 1700 Ich bin auf irgendwas. 1900 Nee, nicht irgendwas, mal. 920, Digga. Ja, dann Wie hast du viel aber bist letzte du? Woche schon welche gelaufen. Das kann eigentlich Nein, sonst nicht die sein. habe ich letzte Woche gelaufen. Das ist Nein, du bist mehr mit Vollung. Nee, Ihr ich hab müsst ja letzte. gucken, wenn er euch so, ne? Bruder, letzte Woche wollte ich noch meinen Paladin spielen, weißt du es nicht? Einer hat den Wutanfall. Er hat schon die Spell. Ja. Jetzt kommt der Schock. Fuck it, da wäre ich fast nicht mehr rausgekommen. Wenn da so viele Höllenbestien sind, ich sehe nicht, wohin er das macht. Da kommt wieder der ich Schock. Seh's nicht. Ich sehe es nicht. Junge, ich hab's auch nicht gesehen. Ja, der hat in euch reingeschockt in. Ich will einfach Jetzt brauch ich Fähigkeiten Bots. Von anderen Unlucky. Spielern nicht sehen. Ja, wäre manchmal echt cooler, ne? Ja. Ich brauche wieder Bots, guys. Schockwave, Schockwave. Alles gut, hier sind noch ein paar. Jo. Solange ich die Bots habe, passt es. Nur der Shami und ich kommen mir jetzt ziemlich behindert. Aber wir müssen jetzt den. Achso. Kommt ihr durch? Den einen Shockbot habe ich dir geschickt. Hier drin ist noch ein Shockbot. Der andere ist da am Baum hinten, habe ich dir ja markiert. Komm, während die da laufen, können wir noch ein, zwei von diesen kleinen machen. Die bringen zumindest ein paar Prozent. Nicht nur rumstehen. Wir sind gleich da. Jo, der Shami hat den Shockbot genommen, der Gay. Hä? Der Shami hat den Shockbot Nein, genommen. Nein, wieso sterbe ich? Gut, die haben halt random Aggro. Vielleicht war es doch nicht so gut, die zu pullen. Okay, dann auf geht's. Rip Damage. Wenn du hier Damage machen willst, dann musst du die Mechanik falsch spielen. Ja. Und quasi auf. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Ich schon. Ich will den Kili. Also, gut, der bringt mir jetzt eh keine Punkte, aber. Ja, er soll ja auch nicht dir Punkte bringen, sondern mir. Achso. Bitte? Spiele ich das Spiel für andere Leute oder was? Oh! Das hätte ich dir sagen müssen, als wir die ganze Zeit Keys für dich gelaufen sind. Das war nur ein Spaß. Okay. Sonst würde ich ja hier auch nicht Kommt mitlaufen. Kommt mir so. Kommt dann nicht so. Ja klar. Es gibt eine WR, die alle Shotpots anzeigt. Du bist erster im DPS, Digga. GZ. Ja, bin ich auch krass. Hört's doch auf, die Mechanik zu spielen. Dann wäre ich bei 60k wieder. Ja, dann wäre ich auch bei, wär ich noch bei noch mehr, wenn. Aber. Jetzt ist meine Inke eh ausgelaufen. Nichts komm, wir spielen. Doch. Warte mal, hä? Ist es ausgelaufen? Haben wir jetzt wirklich nichts aktiviert? Leute. Doch, der Drehtyp ist da. Okay. Na ja, gut. Also, ich sag mal so. Klar, du machst dann mehr Schaden, aber das bringt dir auch nichts. Ich brauche noch einen Shockbot und einen Hastebot, dann bin ich eigentlich fein. Ja, oben gibt's, glaube ich, noch was. Oh, schön, also noch Viecher übrig geblieben. Sie überholt er mich. Inka ausgelaufen. Hätte Inka, da hätte ich die Haufen Viecher gebraucht. Junge, ich hätte euch richtig gegönnt, wenn ihr verreckt wärt. So, so kläglich, so. Ich hab versucht, die Mechanik zu spielen. Ich hätte es euch so gegönnt. Dann dieser Mechanik an dem Debuff, an schrecklichen Wunden, so einfach so wegrecken. Die Heiler heilen mich da immer eh nie aus. Ich muss immer meine. Da wäre noch ein Shockbot, dafür bräuchten wir aber noch. Wo ist der? Wo ist der? Ja, wo ist dafür bräuchten wir aber noch was zu killen. Sonst gibt's keine Bots mehr. Oh, doch, oben gibt's noch welche. Komm, lass oben die Massen machen. Komm zu mir. Wo bist du? Hier ist lauf nicht hin. Jo, wo? Hier, sie stehen. Ja. Lass erstmal die Partner machen, die ist sonst eklig, wenn die von hinten kommt. Ja. Ich komme auch gleich von hinten. Okay. Alles klar. Ja, also, das, ja. Okay, das macht doch ein bisschen mehr Schaden, soll ich nicht drin stehen bleiben. Junge. Ich will auch so einen scheiß Bot. Rockbot ist oben dann erst einer. Ist auch wichtig, dass wir für den letzten Boss einen haben. Ja, wäre ganz nice. Feuer ausweichen. Ja, ich will ja komplett wegklatschen. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Wenn ihr hier vom Weg abkommt, rechts, links, sind so Katzen. Ja, das, ja? Dann sind so Stealth-Katzen und ne, die können euch one-shotten, wenn ihr da reinlauft. Also wenn ihr aus dem Strahl rauslaufen wollt und dann quasi ins Grüne lauft, dann kann es halt sein, dass die Katze kommt und euch wegsnackt. Also da will ich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da oben sind auch nochmal Bots drin, ja? Link, ah, da ist der eine. Ich habe die ganze Zeit noch kein Tempo-Bot. Oh, Junge. Hier, halt, ich habe gepult. Warte. Nein, Ines, pass auf, das ist ein Netz. Gesnackt. Jetzt brauche ich noch den.
Was war das? Tempo, also der 5% Tempo ist der Tempobot, gell? Ja. Mhm, aber den will ich haben. Den Schmierbot da hinten. Ich brauch den Elektrobot jetzt noch. Hallo, wieso kickt der nicht? Mann. Ja super, ich habe jetzt gekickt, das hast du in Desorientier, hier ein Dings drauf dann ist dann. Ja, mein Kick für den Sack. Wo ist ein Elektrobot? Gibt's noch einen? Weiß ich nicht. Müssten wir gucken. Ich will bitte einen Elektrobot. Also ich nehme jetzt den einen hier noch mit. Aber warte mal, krieg ich den ohne, dass ich werden. Ich habe noch den Effekt drauf. Okay, jetzt spielen wir oben die Gruppe noch und dann brauchen wir wahrscheinlich noch ein kleines Pack oder so. Vermutlicherweise. Ich bin die ganze Dungeon nicht gestorben und hatte die ganze kein Tempo-Buff. Das wäre es noch gewesen, dass ich da rausgerödelt hätte, wenn ich nur noch einen Tempo-Buff gehabt hätte. Junge! Nein. Ich will nicht wieder sterben. Hilfe! Überleg mal, ich hätte jetzt noch Shockbot. Junge, ich hätte die gewone-shottet. Nein, ich bin im Sleep, ich bin im Irgendwie nicht da oben mal raus, weil da alles mögliche lag. Kann der eine jetzt mal sterben? Okay. Hier brauchen wir denn dann noch, was bringt der hier? 1, irgendwas. Da hinten, ach ne, das ist ein Bot, den man angreifen kann. Ja gut, irgendwo eine Gruppe und dann soll es gut sein. Ich halt Ausschau nach dem Shockbot, aber ich glaube, das war's. Okay. Wir können. Warte. Da links ist noch ein Shockbot. Ich weiß nicht, was man da alles killen muss. Hier ist eine. Lass einfach die 2 spielen, scheiß auf den Bot. Keine Ahnung, bevor wir jetzt. Wo ist da der kommt Bot eine Putt. Nee, komm, wir pullen einfach die raus. Du hast gepullt, jo. Ja, das war absichtlich. 2 Mobs. Weil mehr brauchen wir auch nicht. Oder 0,9? Die sind auf mir drauf. Ja, da ist eine Putt, ich wollte die extra zurückpullen. Weil die brauchen wir ganz sicher nicht. Sollte eigentlich reichen. Ja, scheiß auf den Bot. Also wenn wir jetzt nochmal 5 Mob-Wellen klären müssen für einen Bot, ich glaube, das rentiert sich ehrlich gesagt nicht. Ja, mein Overall aber. Ja, dann machst du mehr Damage, aber lass lieber den... Das war ein Joke. Hauptsache ich krieg jetzt den Ring mit dem 3x Casting einen scheiß Bell, dann ist gut. Oder ich krieg den. Brauchst du den überhaupt? Ich hab die Ringe halt schon alle so... Weiß ich nicht mehr. Du hast deine Bissringe, gell, Norbert? Nein. Ich brauch noch den, der Elektroschaden macht. Also Damage bewahrt ihr euch auf, ne? Für den richtigen Boss. Ich nicht. Ich hab den bis dahin ready. Ich bin nämlich cool, ne? Heißt Norbert. Nein, ich bin Outlaw. Fällt gerade wieder ein, dass ich hier ja eigentlich im Maß Entanglement spielen wollte für die Viecher, die jetzt kommen. Könnt die Nocken? Die Dinger gehen mir komplett auf den Sack, die Dinger. Ja, ich knock den mal weg. Kann ich die 4? Die kannst du mal routen, kannst du sie auf jeden Fall. Hast du ausprobiert? Jo. Pass auf, hier ist alles mögliche voll. Die explodieren jetzt auch, nicht daneben stehen. Also in der Healer hier RIP ist, sind wir auch RIP. Wo? Andere Seite? Ja, müssen rüber. Schnell. Ihr sterbt sonst da im Laser. Oh, der Healer rippt. Der Healer rippt. Wie blöd kann man eigentlich sein? Ohne Witz. Fuck. Ich bin tot. Ich bin tot ohne Heiler. Ich bin auch tot. Wieso benutzt man das Portal, Digga? Den benutzt du erst, wenn du wieder runterkommst. Ja, eben. Seid ihr eigentlich alle dumm, oder? Also ich rede von den anderen Guys hier, die benutzen das Portal alle. Müssen wir uns halt... Die Heiler sind tot. Der Heiler lebt doch. Ja. Oh, der war fast. Ich heile jetzt, ich versuche jetzt einfach mal... Ich heile jetzt erstmal die Leute hoch. Ja, Digga, ich komm jetzt nicht mehr hoch. Ich bleib jetzt unten, Digga. Aber dann stirbst du. Hier. Warum heilt der Heiler uns den Debuff nicht aus? Ich habe jetzt den Hunter schon geheilt. Ich bin gleich tot. Ja, der heilt einfach nicht. Was macht er denn? Heal! Bro, ist der behindert. Ihr habt's, oder? Oh, ne. Nein! Nein, ich hab Soulstone. Ich hab jetzt ein paar Mal versucht zu heilen. Aber weil der Heiler nicht geheilt hat, habe ich jetzt nicht gekurbelt und versucht zu heilen. Rippe jetzt halt auch wieder. Schon. Alter. Ich hab 4 Stacks von der Scheiße drauf, weil er mich halt einfach nicht hochheilt.
Jo, ich hab mich aber auch ein bisschen dumm angestellt. Jetzt Full Damage. Also, der Heiler hat halt gekurbelt, aber hat die Leute nicht hochgehalten. Wir sind einen Ticken runter. Ich musste erstmal selber heilen und dann habe ich den Hunter noch geheilt, sonst wäre der gestorben. Ballern, 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 ballern. Ja, ja, das geht. Holy moly. Ist er noch plus 2 geworden? Nee. Nee, nee. Den, ah, doch 10 Punkte gebracht. Dennis, wie lieb hast du mich? Sehr lieb. Ah, ich habe einen Ring. Wenn Junge, ihr das Ziel heilt, das könnt ihr haben. Also. Also mal was gibt der? Das ist absoluter okay. Kack. Ja. Ich bräuchte halt einen vernünftigen Ring. Oh, Norbert, krieg ich den? Bitte, bitte mein Bissring. Bitte, bitte, bitte. Wenn du Markus überredest, mir das Trinket zu geben. Junge. Ich Trinket habe ich noch Markus, gar nicht angelegt, aber ich werde das behalten. Das muss ich. Gib mir mal das. Ey, Junge, Norbert, ich küsse dein Herz, Junge. Ich gebe dem Heiler mal den Ring, weil den. Euch nicht. Junge, Norbert, du bist der Retter. Ich schwöre, ich tue alle Gieren aus um mich. Dafür heile ich. Ich habe jetzt auch mein Zeug weggegeben, hier den Heiler-Ring gegeben. Naja, so ist das.